Hi, es ist Jürgen von den Krupps und ihr schaut gerade Crazy Clip TV. Crazy Clip TV. Ich sitze jetzt hier mit Jürgen und Ralf von den Krupps. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. So, Mera Luna-Auftritt ist beendet. Eure ersten Eindrücke sind? Eigentlich wie immer. Es ist schön voll, es ist kurz vorm Regen und es ist immer wieder schön und spaßig. Also eigentlich schon. Ich muss dazu sagen, kommt immer so ein bisschen darauf an, was man generell vom Festival erzählt, aber macht immer Spaß, wenn man da mal zumindest für einen Tag reinschaut. Finde ich gut. Ja. Dito. Nee, wir haben erst befürchtet, dass Unwetter kommt, aber... Ja. Wir haben Glück gehabt, weil wir kennen ja ein sehr hartes Unwetter von vor wenigen Wochen in Düsseldorf. Da haben wir gedacht, wir fliegen nachher heute noch weg. Aber Glück gehabt. Man kennt das ja, die Krupps wurden ja die Regenmacher genannt früher. Das heißt, wenn wir auf Festivals ankamen, war es klar, es wird regnen. Und diesmal haben wir es irgendwie geschafft, so gerade die Kurve zu kriegen. Es fing an, so nachdem wir auf der Bühne waren. Das war okay. Ihr habt ja das neue Album jetzt rausgebracht und das war wieder RIBM. Die erfolgreichere Zeit war ja eigentlich die Metal-Zeit, oder? Ich weiß gar nicht mal. Ja, gut, und wenn ihr hier anpasst. Und da habe ich natürlich, Entschuldigung, gedacht, jetzt bringt ihr noch eine Metal-Scheibe wieder raus. Und stattdessen kommt IBM. Genau, und die Idee war nämlich eigentlich, dass wir nicht da anknüpfen, wo jeder vermutet, wo wir anknüpfen werden, nämlich bei Paradise Now. Weil das eigentlich, sag mal, das war die krasseste Metal-Scheibe, die wir je gemacht haben. Wir fanden das eigentlich wichtig, dass, sag ich mal, mit der neuen EP sowas wie so, sag ich mal, die ganze Bandbreite des musikalischen Schaffens der Krupps irgendwie unter einen Hut gebracht wird. Das heißt also quasi so die Essenz der Krupps. Ja? Und aber auch, sag ich mal, textlich, also thematisch haben wir das ja auch alles verarbeitet, was irgendwo die Krupps betrifft. Musikalisch war alles dabei, sag mal, von den harten sequenzertreibenden Dance-Tracks bis hin zu den hymnischen Elementen, sowas wie, sag ich mal, Vaterland angelehnt, sag ich mal, zu Robo-Sapien oder Schatten der Ringe und sowas. Aber dann eben auch die Gitarrentracks wie Risikofaktor oder Nazis on Speed. Also wir haben da eigentlich eine ganze Palette gebracht. Das war eben schon wichtig. Und der Titel, der deutet ja darauf hin, wir haben schon etwas gedacht auch an Machinery, was da eigentlich dann fast wirklich sehr erfolgreich war, weil das war ja dann selbst Billboard-Charts und so weiter. Also es gibt mehrere erfolgreiche Phasen, aber wir wollten nochmal das etwas nachholen auch, weil die Platten danach, die haben eigentlich auch wieder nach Machinery neue Wege dann aufgezeigt. Wir hätten also nach Machinery vielleicht das Album schon machen können. Das hätten wir. Wobei im Prinzip haben wir solche Alben ja schon gemacht, nur nicht, sag ich mal, die komplette Bandbreite. Ich meine, die 1 war ja auch so Elektro mit Metal-Gitarren und so Zeugs, aber da war eben dann jedes Stück mit Metal-Gitarren. Also auf diesem Album haben wir es einfach, sag ich mal so. Reifer, ausgereift. Im Prinzip jedes Stück hat für sich eben, wurde für jedes Stück entschlossen, ob das nun in Deutsch oder in Englisch oder mit Gitarren oder ohne sein soll und so weiter. Wobei man sich früher gedacht hat, okay, das muss jetzt ein Konzept sein, das muss jetzt alles mit Gitarren oder alles in Englisch oder wie auch immer. Und das war eben bei dem Album jetzt nicht so. Ich fand, das war jetzt das perfekte Album, was man sich auch mal von A bis Z durchhören kann. Das ist interessant, das höre ich nämlich immer wieder von Leuten, dass sie mir genau das sagen, dass man das Album von vorn bis hinten gut durchhören kann. Habe ich gerade erst wieder gehört. Wäre blöd, wenn nicht, ne? Ja, aber das ist eigentlich so bei den meisten Alben. Es gibt immer so ein paar Lückenfüller und sowas. Das haben wir bei dem Album versucht zu vermeiden. Was mich gewundert hat, ist, dass Nazis of Speed halt nicht auf dem regulären Album ist, sondern nur auf der... Ist das nicht gewieft? Das wobei die Amerikaner, die haben es drauf. Ja, aber das Ding ist einfach... Nee, wir wollten auch Vinyl. Also wir wollten schon, dass die Leute mitkriegen, wir haben Vinyl, auf der Vinylplatte gibt es das. Ne? Also auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich sag mal, so eine Deluxe Edition hat natürlich immer was, muss ja schon was Spezielles auspacken. Ja, da kannst du nicht einfach nur irgendeinen Track nehmen. Und der Track war da eben besonders gut, irgendwie ist, macht er sich natürlich besonders gut auf der Deluxe, damit die Deluxe natürlich auch was Besonderes ist. Ja. Nee, er passte besser außerhalb von dem Kontext der anderen. Mhm. Da mussten wir es also auf die Deluxe nehmen eigentlich oder auf die andere Vinyl. Aber gut, warum nicht? Gemein. Ja, gemein vor allen Dingen. Ich meine, letzter Fall, irgendjemand guckt sich den Videoclip an, kauft sich das Album. Scheiße, der Song ist ja gar nicht. Er muss eben die Deluxe Edition kaufen oder die Vinyl oder die amerikanische. Ja.
Ja, ein bisschen gemein war das ja schon. Gibt es da noch Pläne mit der Stahlwerk-Symphonie? Es gibt eine komplett neue Aufnahme. Und zwar eine, die vor 2 Jahren gemacht wurde. Und zwar zusammen mit einem Freund von mir, mit Manni Neumeier von Guru Guru, alter Krautrock-Hero. Das wird auch noch irgendwann veröffentlicht. Also das ist doch, sag ich mal, in Verhandlungen, aber das wird auch noch passieren. Wir haben auch immer mal drüber nachgedacht, vielleicht das mal aufzuführen. Ja. Okay. In einem ganz anderen Rahmen. Ja. Also nicht Festival, sondern wirklich genau. So in speziellen genau. Locations. Das Schöne ist ja, sag ich mal, bei der Stahlwerk-Symphonie kannst du von allen möglichen Ecken und Enden kannst du die anpacken. Also man kann sagen, okay, wir machen das jetzt so wie Zeitkratzer, ja, und lassen die, sag ich, lassen jetzt irgendwie so eine, vielleicht sogar Zeitkratzer, ja, die Stahlwerk-Symphonie nachspielen mit klassischen Instrumenten und lassen die zum Beispiel in Stahlwerken auftreten. Mhm. Ja. Oder man macht es wirklich so, dass wir uns da hinstellen und die Stahlwerk-Symphonie als Ganze präsentieren. Also sag ich mal so als Band, so eben dieses ganze Ding, wie wir es früher auch gemacht haben, einfach Stahl, Sheet Metal und das ganze Zeug einfach von der Bühne zu schütten, ins Publikum zu schütten und jeder kann dann mitmachen. Das war früher echt ganz klasse. Das haben wir gemacht. Das war ein großer Erfolg. Die Leute haben da Spaß gehabt, wir auch. Ist heute überhaupt noch erlaubt? Also mit technisch, also ich meine. Achtung rufen vorher. Achtung! Achtung! Wir hatten immer so große Koffer dabei. Da war das alles drin. So ganz viele Platten und also so Metallplatten und alles Mögliche. Alles Schrott halt. Schrott. Vom Schrottplatz. Eisenschrott. Ja. Das war schön. Das waren noch früher noch ganz andere Zeiten. Ne? Genau. Wenn ich gestern zum Beispiel in Duff hier aufgetreten. Ja, haben wir und, ja. Habt ihr zu denen noch Kontakt heute? Ja, ich habe mit Gabi Kontakt und auch mit Robby ab und zu, aber mehr mit Gabi. Ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren bestimmt 10-mal besucht bei Konzerten. Ich finde die immer wieder gut. Ja. Obwohl es immer wieder genau dasselbe ist. Ja. Ich habe sie seit damals nicht gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht mehr gesehen, seitdem wir 81 mit denen getourt sind. Okay. Ja, leider seid ihr nicht am selben Tag aufgetreten. Ja. Wäre schön gewesen, wenn ihr euch mal gegenseitig hättet unterstützen können, oder? Wie ja, damals klar, mit Nizza App. Gewesen, weil wie gesagt, ich meine, wir sind eben alte Punkrock-Kumpels noch. Ja? Ich meine, Gabi war ja früher in Charlie's Girls, ich war bei Mail. Wir waren eine ganz kleine Gruppe von Punks in Düsseldorf. Und wir hingen zusammen ab auf der Tanzfläche und sag ich mal, draußen und haben uns über die Revolution unterhalten. Ja. Das war wirklich, das war noch vor Duff und vor Krups. Ja. Wir kennen uns schon, weiß ich, 25, 35. Wie viele Jahre? 85. So alt seid ihr noch gar nicht. Nee. Ihr habt ja in Düsseldorf jetzt auch ein besonderes Konzert aufgeführt. Ja, wie kam die Idee? Das war einfach eine Idee, weil wir hatten einen Off-Day und wir haben gedacht... Mehrere Off-Days, also wir hatten eine Lücke, genau, wir hatten eine schöne Lücke gehabt. Wir haben eine schöne Lücke gehabt, die uns leider eigentlich finanziell nicht so gut getan hat. Man muss ja dabei sagen, wir haben ja Mitglieder aus anderen Städten. Genau. Oder auch mit Brettle, auch noch jemand aus Amerika. Und wenn er dann nach Deutschland kommt und auf einmal nur mehr Tage im Hotel ist, ist er auch etwas blöd. Ja. Es kostet und vor allem haben wir auch einen Soundguy, also hier unser Front-of-House-Mixer, kommt aus England, ja. Der dann wieder nach Hause geflogen werden musste, weil er sonst Hotel gekostet und sonst Zeug für eine ganze Woche. War ein bisschen kritisch. Auf der anderen Seite war es aber auch so, wir hatten eben Off-Days und haben gedacht, seit wann haben wir nicht mehr in Düsseldorf gespielt? Seit 97? Wie wäre es mal? Ne? Und dann habe ich, ich meine, ich habe eben Kontakte zu diesem Haus der Jugend gehabt und habe gedacht, irgendwie, warum nicht mal probieren? Weil Social Media travels, News travel fast nowadays. Und innerhalb von 4 Tagen haben wir das aus dem Boden gestapft, also im Prinzip nur auf Facebook was gepostet und die haben irgendwie einen Flyer irgendwie gemacht und haben das irgendwo ausgelegt. Und da kamen echt an die 300 Leute. Das war schon klasse. Das war mal ein ganz intimes Konzert sozusagen. Das war super, ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Und da, interessanterweise kamen also nicht nur alte Kumpels von uns, das war auch von überall her. Also kamen aus dem ganzen Ruhrgebiet zusammen. War schön. Was plant ihr denn für 2015? Neue LP. Neue Tour. Hört sich an wie... So ganz simpel. Das sagen ja alle. Ja. Ja. Nur bei den Krups ist es ja was Besonderes, weil die das ja nicht so machen. Wir machen jetzt die Lücken was kleiner. Genau. Und das ist eben, sag ich mal, bei uns nicht so normal. Also wir lassen manchmal 15 Jahre Zeit und dann mal wieder nur ein Jahr. Wir sind da extrem unberechenbar und das finde ich das Gute an den Krups. Ja. Also wir sind eigentlich immer unberechenbar. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die musikalische Ausrichtung. Also was jetzt dann wieder kommt, ist was
niemand erwartet. Okay. Denn es Free gibt Jazz. Free Jazz. Ich habe mir ein Saxophon gekauft. Und nicht eine Geige. Ja. Der Mittelalter. Ist auch gerade angesagt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel es davon gibt hier in Deutschland. Mhm. Weil in Amerika gibt es davon null. Wirklich null. Das ist ein Phänomen, ne? So ein deutsches. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube also, auch Schweden oder so, das nee. Ist nicht so. Ist mehr so, ist so deutsch. Ja, echt ein deutsches Ding irgendwie. Wobei, mich stört das alles nicht. Ne? Ich finde es nur verblüffend, wie viel es davon gibt. Ja. Aber ich dachte, gerade in Amerika gibt es auch viele von diesen Fantasy-Festivals, wo diese Bands dann auftreten, oder nee, nicht? Nee, also Fantasy-Festivals, was du da hast, sind diese Renaissance-Festivals und so weiter, das sind im Prinzip, sag ich mal, so Mittelalter-Festivals, die aber wirklich auf einer Fläche sich stattfinden, wie soll ich das sagen, 10-mal Phantasialand oder sowas. Also monströs groß, ja? Oder noch Mädchen, also 10-mal, sagen wir 10-mal Disney World oder sowas. Ja? Und das zieht sich dann irgendwie über Monate. Ja? Die leben dann wirklich da. Das ist nicht wirklich einfach nur so ein Wochenendgeschichte. Das ist dann wirklich so eine richtig massive Geschichte. So wie Bayreuther Festspiele. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob da Bands auftreten, aber ich habe noch nie von irgendwelchen Mittelalter-Bands gehört. Ne? Also so diesen Stil da drüben. Gibt's vielleicht, aber ist mir nicht bekannt. Also ich weiß, dass Faun regelmäßig auf irgendwelchen Festivals da drüben. Ja gut, das kann sein, aber die sind ja keine Amis. Ja, ja, ja. Gut, okay. Ja, ja, kann sein, dass die da spielen. Ja. Weiß ich nicht. Ich kannte die ja noch gar nicht. Das Lustige war, ich habe irgendwie gedacht, okay, wir spielen vor Faun. Wir sind Faun. Ja, dann habe ich die vorhin gesehen und fand das, also wie gesagt, ich finde, mich stört das nicht. Ja, das ist, nee, pass auf, Moment. Was ich meine ist, das stört. Haben wir den Final Cut, das Recht auf den Final Cut? Nee, das ist okay. Mich stört das auch nicht. Ich meine ist, es gibt viele Dinge ja, auf Festivals, die einem mehr oder weniger gefallen. Ja, also es gibt Sachen, diese typischen 140 Beats, boom, boom, boom und so ein Schreihals, irgendwie, der da irgendwie mit verzerrter Stimme irgendwie drüber hängt. Das stört mich auf Dauer. Ja. Ja. Dieses Mittelalterzeug, das finde ich beruhigend. Finde ich okay und je nachdem, wie es gemacht ist, jetzt mit originalen Instrumenten gespielt, finde ich das gut. Ja. Finde ich gut. Wer hat da früher eine Ritterburg zum Spielen? Ja, ich habe zwei sogar noch. Ich habe immer noch zwei. Ja. Okay. Und die sind gerne. Und auch von die Lego Ritter. Oder von Playmobil? Nee, das sind. Elastulin von, ich muss ja sagen, kennst du nicht Elastulin-Figuren? Mein Gott, das sind so richtig tolle, so handgemalte Figuren gewesen. So. War vor meiner Zeit. Aber Elastulin war wirklich, das muss ich jetzt sagen, das war richtig gutes Zeug. Top-Qualität. Ja. Mein Gott, kennt er nicht mehr. Da gab es Belagerungstürme, die habe ich noch. Steinschleuder. Ja, ja. Habe ich alles noch. Habe ich letztens noch gefunden. Musst du mal verpackt haben, das bringt was. Ah, ja, das ist richtig was wert. Ja. Großen Belagerungsturm, kannst du es runterlassen und dann kannst du so oben in die Burg so reinlaufen, quasi so auf der zweiten Etage und so. Ganz toll, so mit so einem, so einem Burggraben und so, mit einem ganz hohen Turm. Und ganz toll, das ist echt super. Mit zwei Fall, also zwei so. So, du siehst, es wird eine Mittelalter-LP vorbereitet. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, eher mir denke ich, zupfgeigen kannst du. Aber du hattest es eben gerade schon mal angestoßen, das Thema. Ich trinke übrigens kein Alkoholbier. Ja? Das ist hier ein Malzbier. Nicht, dass mich irgendjemand hier irgendwie verdächtigt und denkt, hier, ich würde jetzt hier unter die Trinker gehen. Ja? Ich habe hier gerade bei dem Signing. Dann muss das so rummachen. Ja. Ich habe gerade bei einem Signing, also bei unserer Autogrammstunde hier von einem von unseren Fans, der uns immer wieder mitbringt, ein Malzbier bekommen. Und ich trinke für mein Leben gerne Malzbier. Gibt es das so wenig in den Staaten, also in Texas? Ja, das gibt es schon, aber das ist schwieriger zu kriegen. Also es gibt ein paar Brauereien in den Staaten, die es machen. Aber wie gesagt. Da hat man doch was, wo man sich freuen kann, nach Hause zu kommen. Ja, zu Hause ist ja woanders. Aber es gibt immer wieder. Ja, es gibt, weißt du, was du meinst. Es gibt immer lange. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für das Interview. Ebenso, danke. Spaß gemacht. Ja. Viel Spaß noch, ne? Dankeschön. Und trink nicht so viel Bier heute. Ne? Nee, das war jetzt nicht so gut. Von dem ganzen Okay.